Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 17 Ultimate Team mit Paxis. Mal schauen, ob wir den Titel klar machen in Liga 1. Wäre cool. Die Coins könnte ich wirklich bitter gebrauchen. 15.000, das wäre schon nicht schlecht, weil ich, falls ich Balotelli verkaufe, halt mir den Inform Lacazette nicht kaufen möchte, indem ich mir den Third Inform Icardi verkaufe, sondern ich würde schon mit dem Geld, was ich habe, mir den leisten. Aber momentan macht Balotelli seine Buden in jedem Spiel und ja, fühlt sich ganz okay an, nicht super geil. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das Gefühl habe, oh mein Gott, richtig, richtig super geil, unglaublich, was er am Ball macht. Er hat schon coole Tore geschossen, ist okay, aber die Fitness, oh mein Gott. Die Fitness, die ist so bitter, die ist so scheiße und das, obwohl er schon die zweite Inform hat. Ich meine, selbst wenn er jetzt eine dritte Inform bekommen würde, würde der wahrscheinlich maximal 65 Fitness bekommen. Was ist da los? Also der wird einfach diese Saison keine geile Karte mehr, also keine geilen Fitnesswert mehr bekommen. Selbst wenn er jetzt 5 Informs bekommen würde oder Team of the Season oder irgend sowas. Das ist echt schade. Aber okay, jetzt haben wir erstmal wieder die Bundesliga und da haben alle ganz anständige Fitness. Oh, das war schlecht gedribbelt von mir. Oh, schade. Ja, da wollte ich nicht zurückpassen, dachte ich mir, nehme ich lieber den Einwurf. Mit dem Pass nicht noch irgendwie dahin bekommen, verstehe ich nicht so richtig. Was? Unglaublich! Wie kann er denn da ein Tor schießen? Oh, das hätte ich niemals gedacht, dass der reingeht. Aber halt perfekt aufgezogen, perfekte Höhe. Weil da ins kurze, da darf einfach nicht rein. Ins kurze Eck, das ist halt Torhüter-Eck. Da darf einfach nicht rein. Unglaublich, ey, das, oh Gott. Ich meine, da wird auch gar nicht erst zu der Schusschance kommen, aber dass die dann halt reingeht aus dem Winkel, das ist halt, die macht halt nicht jedes Mal. Das ist halt ein bisschen Glück, dass der reingeht. Das war einfach keine krass rausgespielte Chance, das ist sehr schade. Ich gehe mir so auf den Sack, dass sie dann immer den Ball noch so rumrollen lassen, also nach hinten so ein Stück rollen lassen. Nein, dass er den echt von hinten rausgebüttelt bekommt, hätte ich nicht gedacht. Mit einer Stellungsfehler von Piszczek. Ach, die Chance da mit Vidal ist schade. Warum läuft denn Aubameyang dann so bescheuert? Erst zeigt er an, er geht in den Laufen, dann bremst er ab und geht wieder hinter den Gegenspieler. Sehr ärgerlich. Nice luck. Immer ein bisschen konzentrieren. Scheißegal, dass es 1-0 steht. Wir können das Spiel immer noch drehen. Hör doch mal auf, die zweiten Bälle zu bekommen. Das ist eigentlich, also, das ist doch mindestens gelb. Es ist kein Foul oder was? Der Gegner trifft doch nur mich. Der Ball ist doch weg. Der ist doch von mir gespielt.
Boah. Den muss ich noch einen Tick mehr aufziehen. Ah, guter Schuss von Müller. Schön getunnelt. Oh, da wollten wir auch schön mit aus dem Auge schießen. Da hat er wieder Glück, dass er so ein Bein dazwischen bekommt. War meiner Meinung nach kein Foul. Alter, dieses scheiß Tor, wenn das nicht gewesen wäre. Na gut, das hätte immer so. Nochmal ein toller Pass auf Reus. Zum Glück ist er so schlau und holt ihn sich wieder. Macht so viele Fehler, fuck man, ey. Muss doch mal ausgenutzt werden. Genau dahin, ey, genau dahin. Müssen seine Fehler einfach mehr ausnutzen. Verdammt nochmal, das kann doch nicht sein. Das von Reus war ein Foul, aber das halt auch wieder nicht klar. Da ist auf jeden Fall was drin. Ich überlege, ob ich die Formation wechsle. Vielleicht mal mit mehr Kombinationen. Reus, der Bille. Ball hat man auch schon wieder. Schöner zweiter Ball vom Gegner. Oh, Vidal. Schlechter Pass von Plattenhardt. Fickt euch mit euren Schusssteuerungen ins Aus, ey.
Passt einfach den Ball nicht. Genau. Schöne geschenkte Ecke. Ein bisschen Glück, wird aber mal Zeit. Steht halt so dicht, steht halt auch wieder so pervers defensiv. Ich meine, ist klar, 1-0, hat keinen schwachen Gegner. Oder ich ziehe Reus hinter, das geht auch. Da muss er nicht mehr so viel rennen. Aber verschwindet nicht ganz. Schlechter Laufpass, der muss halt einfach nicht so steil gehen. Fuck, Mann. Double substitution for the visitors. Coming off the pitch, number 13, Andre Gray. And number 9, we have Mann. To be replaced by number 10, Daniel Sturridge, and number 15, Shaheen Shaqiri. Och, geil, Mann. Richtig geil, ey. So schön gespielt von Hintep. Dann kommt natürlich der Scheißpass wieder nicht an. Nee, ich wollte nicht mehr auf totaler Angriff, weil das so sinnlos ist. Mit dem scheiß Verteidiger von. Ach man, ich finde es einfach keinen gerechten Sieg. Weil dieses Tor so scheiße war, ey. Es war so ein dummes Kacktor. Schön aus dem, ins kurze Eck, Tummeneck. Ja, das war vielleicht nicht die beste Idee, der Pass. Boah, wieder kommt der Schuss nicht durch, weil eine Million Leute dort stehen, ey. Geil, wie er sich nicht durchsetzt, dieser Trottel, ey.
Scheißspiel, richtiges Scheißspiel, ey. Mit diesem scheiß Dreckstor gewinnt er das Spiel. Richtig schlecht. Er darf aber nicht überhaupt in die Abschlusssituation kommen, aber dass er dann aus dem Winkel ins kurze Eck trifft, ist halt einfach nur krass. Du musst halt Fährmann haben, ey. Der war so perfekt geschossen. Den macht halt einmal in 100, weiß ich nicht, in 100 Spielen macht den einmal. Ach, Mann. Das war dann halt wirklich... Ach, ist egal. Komm, wir machen das nächste Spiel. Bringt nichts. Das ist immer so dumm, dass man im Nachhinein dann immer noch drüber diskutieren will und sagen will, warum das Spiel so dumm und scheiße und schlecht war. Aber es spielt keine Rolle. Man kann eh nichts dran ändern. Das kann man doch auseinander analysieren, wie man will. Und wenn der Gegner noch so unverdient gewinnt oder so. Ich meine, es war jetzt auch nicht super unverdient, dass der Gegner gewonnen hat. Mich hat nur aufgeregt, wie er gewinnt. Mit was für einem scheiß Tor. Und dass wir halt wieder keins schießen. Obwohl wir eigentlich auch ein, zwei gute Chancen hatten. Und die Chance vom Gegner war noch nicht mal so gut. Lustigerweise. Der Winkel war einfach ultra schlecht. Normalerweise schießt er da an den Torhüter, wenn er ans kurze Eck schießt, oder halt daneben vielleicht, oder an den Pfosten oder so, aber halt nicht rein. Wie viele Siege brauchen wir denn eigentlich noch für den Titel? Da müssen wir doch fast alles gewinnen, oder? Brauchst du mal nicht mindestens 8 Siege oder so? Wir gucken nochmal nach. Wir haben jetzt 6 Siege, wir haben 18 Punkte, wir brauchen 7 Siege und 2 Unentschieden oder halt 8 Siege, ach Gott. Das heißt, wir haben jetzt schon eine Niederlage, wir dürfen jetzt also kein Spiel mehr verlieren. Ach doch, wenn wir jetzt noch ein Spiel verlieren, dann müssen wir einfach nur die letzten beiden gewinnen. 8 Siege reichen ja für den Titel. Genau, aber jetzt mindestens in Unentschieden, dann brauchen wir nur noch einen Sieg und ein Unentschieden, oh Gott. Aber wir müssen auch zugeben, wir haben ziemlich oft viermal haben wir in Folge 1-0 gewonnen und da war der Sieg nicht unbedingt immer absolut verdient. Der wäre oft ein Unentschieden verdienter gewesen, von daher passt es schon. Ravenna AC, keine Ahnung, was bedeutet. Oh, aber dann schenkt mir bitte den Sieg. Ich würde mich echt freuen. Ich würde ausnahmsweise die Coins gerne mal mitnehmen. Damit die Wahrscheinlichkeit erhöht wird, dass ich den Titel hole. Dann würde ich mich echt freuen. Aber ich glaube, die, die einem den Sieg schenken, die heißen dann meistens auch You Win oder so. Aber vielleicht schaffe ich es ja einfach nochmal, hier das Tor zu schießen. Oh, oder halt auch nicht. Fuck, Mann, so schnell brechen die das sonst nie ab. Was für ein... Nicht aufregen. Jetzt müssten wir aber wieder mit der Liga A spielen können. Vielleicht hätte ich mir echt noch den Inform, wie hieß er nochmal, der Rechtsverteidiger, Pereira, genau, den Inform Pereira kaufen sollen, einfach nur, damit ich hier ein komplettes Inform-Team habe, es würde lustig aussehen. Ich guck mal, ob ich jemand anderes finde, wobei um die Uhrzeit sollte ich ihn wahrscheinlich einfach spielen. Auch wenn ich keine richtige Lust auf orange Latenz habe. Na gut, was soll's, wir spielen ihn mal. Oh Gott, das wird jetzt auf Garantie. Ich werd's direkt wieder bereuen nach 5 Sekunden. Vielleicht ist er aber auch ein Abbrecher, mal gucken. Es sollte kein Abbrecher sein. Boateng in der Innenverteidigung, interessant. Und dann aber halt ein merkwürdiges Hybrid, sodass er Horn im Tor hat. Okay. Ist das Timo Horn? Ja, oder? Ich bin da für Köln. Hoffen wir mal, dass es nicht laggt. Sieht ganz gut aus. El Club de Javi. Oder de Javi, weil man das wie H spricht. Keine Ahnung, was selber Javi heißt oder Fan von irgendeinem Javi ist. Was stellt er jetzt um? Batshuayi. Oder Batshu...
Batshuayi, Vardy, Kanté, Ali, Infom Khan, Dembele, ich glaube Infom Hector, Boateng, Smalling, war das normaler Barker oder Infom, ich weiß es gar nicht. Ja, das ist Timo Horn, alles klar. Na komm, na komm, na komm, na komm, komm, na, komm, na. Also Trickpass oder was? Ich weiß nicht, ob das so geplant war. Ich glaube nicht. Oder vielleicht doch, weil er irgendwas wechseln will. Da schauen wir doch direkt mal, was er gewechselt hat. Icardi, er hat Icardi eingewechselt. Das ist dann auf gar nicht die dritte Info davon. Can und Dembele haben irgendwie die Plätze getauscht. Okay. Alter, ich habe das Gefühl, es klappt nicht mehr. Warum geht denn das nicht mehr? Dass man da einfach mal auf die Seite spielt. Jetzt habe ich wieder nach vorn gepasst und auf die Seite. Ich weiß es nicht. Also, das ging auch am Anfang so gut. Wir haben da nie einen Fehler gemacht. Und jetzt klappt es einfach nicht mehr. Also, das heißt nicht mehr, aber nicht mehr jedes Mal. Das ist halt total riskant. Oh, knapp. Da waren wir eigentlich schon vorbei. Sehr gut von Sidibe. Schöner Part nach Balotelli. Ecke nehme ich hier gern mit, das wäre sonst irgendwie merkwürdig geworden. Sehr gut. Nicht so gut. Da wurde es zu eng. Oh, genau das wollte ich und habe ich auch. Sehr gut. Oh, richtig geil gemacht von Silva. Wieder die Ecke immerhin. Alter, wie kann er denn das versauen? Oh, gerade als ich schießen wollte. Oh, vielleicht noch ein Tick straffer, aber die Schussdeutung kam ganz gut. Aber wir schnüren den Gegner erstmal ein. Es gefällt mir. Und wie macht er denn den nicht rein, Balotelli? Muss er einfach mal. Oh, meine Fresse, die muss er da machen. Lex, schade, es ging doch gerade so gut. Boah, dass dieser Katastrophen-Harakiri aus der Drehung Pass ankommt, ist natürlich auch heftig. Nicht so, danke. Immerhin geblockt, aber ach, das hätte eigentlich auch anders ausgehen können.
Schön, 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 schön. Eieiei, das sind aber Schranken, die mir gar nicht gefallen. Die Kopfbälle aus der Mitte werden fast immer vom Torhüter gehalten, deswegen nicht so schlimm. Und ich mache mal den Fehler, warum auch nicht? Weil ich den Ball dann direkt wieder habe. Was ist denn jetzt los? Also warum nehmen wir ihn nicht mal ein? Ah, schön, wie sie sich gegenseitig über den Haufen rennen wieder. Boah, der war knapp, ey. Der war richtig knapp. Was ist denn jetzt los? Rafft euch mal. Es hat wieder nicht geklappt. Ich dreh durch. Ich habe diesmal aber das nur gemacht, weil ich gesehen habe, dass in der Mitte er ihn sowieso nicht deckt. Aber ich verstehe nicht, warum das nicht mehr klappt. Was ist denn da los? Balotelli bekommt einfach den Ball weggerannt. Interessant. Oh, es dauert gerade alles zu lang. Seid ihr dumm? Es wäre so verdient mittlerweile, das erste Tor beim Gegner. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, was jetzt anders ist als am Anfang. Es ergibt keinen Sinn. Aber gut, ich hatte ja auch meine Druckphase und habe ich auch kein Tor gemacht. Psst, krass. Dann auf Spielerwechsel gedrückt. Ich komme einfach nicht mehr ran. Ich kann machen, was ich will. Ich komme nicht mehr ran. Gehen wir auf den 4-1-2-1-2. Ich verstehe nicht, was jetzt anders ist. Ich habe am Anfang so eingeschnürt. Haben wir eigentlich sehr gut gemacht von Klick. Oh. Endlich mal was schön rausgespielt und dann hat auch Balotelli einfach den Abschluss logischerweise, um ihn da flach ins lange Eck zu schießen. Warum der nicht auf zum Jubeln? Jetzt. Jetzt lassen wir ihn mal auslaufen und. Ach, ich glaube, sowas kostet Fitness, oder? Also ist es gar nicht schlau, den auslaufen zu lassen. Das war also, es war auch so geplant, der Pass auf Balotelli und der macht dann sogar nochmal. Ich habe erst gedacht, ach du Scheiße, jetzt hast du den Ball nochmal dir vorgelegt. Also mit einem Sprint, aber nur mit normalem Sprint den Ball vorgelegt. Und es wird wahrscheinlich zu weit sein, aber er macht ihn dann trotzdem flach ins lange Eck. Sehr geil. So war auch geplant. Schönes Tor von Balotelli. Also er hat schon teilweise ganz geile Laufwege, muss ich sagen. Und sein Abschluss, muss man sagen, bisher, die Tore, die haben sich eigentlich auch immer gut angefühlt. Also der Abschluss fühlt sich echt nicht schlecht an bei ihm.
Mist, gerade als ich nach innen passen wollte. Ich glaube aber, das erste Tor hat ihn richtig genervt und der spielt jetzt nicht mehr so gut. Oder es liegt an der Formation, weil die konnten wir ja noch nicht testen weiter. Es kann halt in der Formation liegen, es kann auch daran liegen, dass ihn das erste Tor so nervt, weil er an der Ende erster Halbzeit halt die totale Druckphase hatte und jetzt ja 2-0 hinten liegt oder erstmal 1-0 hinten lag. Daran kann es vielleicht auch liegen, aber vielleicht funktioniert auch die Formation einfach besser. War es gerade das erste Tor von Bernardo Silva? Ich glaube, und mit dem schwachen Rechten auch noch. Ja, Tatsache. Das mit den schwachen Rechten, nice. Schön gemacht vom Klick. Ist noch nicht gut verteidigt. Ah, mal ein bisschen Glück, gebe ich zu. Jetzt geht's hier aber rund. Eieieiei. Jetzt spielen wir die Tore aber die Situation aber auch gut aus. Es liegt vielleicht doch ein bisschen mit einer Formation. Aber wie gesagt, nach dem 2-0 wird er auch mehr aufmachen und so. Also war ein schöner Pass vom Player und dann ins lange Eck. Wie in der ersten Phase, da hatte ich ja auch so eine Druckphase, in der ersten Hälfte hatte ich auch so eine Druckphase in der Anfangszeit, aber halt keine Tore gemacht und jetzt mache ich sie glücklicherweise. Oh, das war blöd, aber ich dachte halt, okay, das ist jetzt nicht so schwer hier mal einen anständigen Laufpass auszuspielen. Keine gute Position, aber naja, im Normalfall können die das ja nicht. War jetzt auch nicht so krass, weil es war das falsche Eck für diesen Freistoß. Die Karte hat auch gar nichts gezeigt. Ja, man glaubt, dass es keinen Elfmeter gibt. Da kommt der Pass zu spät. Ja, ich wollte einfach nur, dass der Einwurf schnell ausgeführt wird. Ich zur Einwurfsequenz kommt und der macht, naja, ist egal. Das war doch kein Foul. Ich hab's mir fast gedacht, dass er auf den spielt. Ich wollte gerade noch einen Spieler hinrufen, aber. Okay, haben wir ein bisschen Glück. Doppelt schade. Wollen natürlich keinen Trickpass draus machen. Abseits. Wenn Balotelli aber zurückbleibt und der andere hier hinrennt, dürfte es kein Update gewesen sein.
Rot, wer steht diesmal? Rot vielleicht, bitte? Ja? Na, nur gelb. Was ist das denn? Krasser Slapstick. Krasser Slapstick. Das war mal ein geiler Abwurf, Abstoß, wie auch immer. Ach du Scheiße, viel zu weit. Sehr geil. Soll halt noch ein paar Karten fressen, wenn er das braucht. Schade. Ich gönne solchen Leuten dann immer eine rote Karte, weil das macht man einfach nicht. Dann, ich meine, wenn man dann aggressiver spielt und aggressiv reingrätscht in der Hoffnung, den Ball zu bekommen, also wenn man halt wirklich in Richtung Ball grätscht, okay, aber in jeder Situation den Gegner kaputt grätschen, das finde ich halt einfach scheiße. Deswegen hoffe ich immer, dass die eine rote Karte fressen. Balotelli, Silva, Le Mans. Das ist interessant, weil Le Mans und Silva, also genau die drei Spieler, die unter Beobachtung stehen, aber Player als Man of the Match. Weil er zwei Vorlagen spielt, genau wie Verratti einer. Ja, dass es dann noch so klar ausgeht, hätte ich nicht gedacht, aber ich glaube, das erste Gegentor hat ihn extrem gefrustet, nachdem er halt wirklich eine krasse, wie sagt man, Druckphase hatte mit zwei Alu-Treffern, ist es irgendwie nachzuvollziehen. So, wir brauchen noch einen Sieg. Ich überlege gerade, ob ich jetzt einfach noch eine Aufnahme mache und den hoffentlich einspiele, oder... Oh, schon wieder jemand verletzt. Was hat er denn? Ne, zwei schon wieder. Fuß und Oberkörper. Das heißt, wir müssten wieder... Ah, ich glaube, ich mache das Spiel dann morgen. Also einfach in der nächsten Aufnahmestation. Ich habe jetzt keine Lust mehr. Ja, dann würde ich sagen, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, damit wir euch loben. Euer Pax, jetzt bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.